Ja, wir kommen zu einer dritten Sprache nach Englisch, Österreichisch. Es gibt noch diese deutsche Sprache in der Berlin-Brandenburger Tiefebene. Die werde ich jetzt präsentieren. Ich habe wenig Zeit, ich rede schnell, also muss man sich konzentrieren, um mir zu folgen. Ich werde versuchen, ein bisschen die Entwicklung über eine 10-jährige Debatte, die wir mittlerweile haben, nachzuzeichnen. Die anlässlich der eigentlich heute geplanten parlamentarischen Anhörung im österreichischen Parlament jetzt ja auch in Wien angekommen ist. Die fiel zwar aus, weil wir ja dann sozusagen nur eine Pressekonferenz gemacht haben, weil die Türkisbraunen ja keine öffentliche Anhörung wollten, aber dennoch wird die Debatte ja nicht weggehen. Und wenn ich das recht verstanden habe, wird ja bei der nächsten Sitzung des Parlaments dann auch die Idee in Gesetzeskraft treten. Wenn ich das recht verstanden habe, ist ja daran wohl nicht viel zu zweifeln. Deswegen will ich einen kurzen Abriss geben, wo wir eigentlich stehen. Für mich selber ist der Kampf jetzt ungefähr 12 Jahre alt. Denn durch die verschiedenen Urteile, die wir in Deutschland haben und die Debatten, die auch in anderen Ländern zu der Idee, dass der Staat sich Spionagesoftware irgendwie so heimlich hintenrum auf irgendwelche informationstechnischen Systeme holt, die ist halt schon relativ alt und in Deutschland eben auch sehr lange schon gerichtlich debattiert worden. Weswegen ich mit einem kleinen Quiz beginnen will, an den ich ja noch anschließen will. Wie heißt denn das deutsche Grundrecht, das den heimlichen staatlichen Zugriff auf informationstechnische Systeme beschränkt? Wir machen das mal mit Handzeichen, ja, damit wir das nicht mehr drauf machen. Wer ist für A? Das sind so 7, das werden immer mehr. Oh, wenn ich warte, werden es vielleicht alle. Nein, ja, wer ist für B? Das sind etwas mehr, würde man sagen, so 15. Und wer ist für C? Oh, niemand. Tatsächlich stimmt es ja. Das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen. Mir war das auch nochmal wichtig anzuwerfen. Denn das Grundrecht ist jetzt 10 Jahre alt, ziemlich genau sogar. 27. Februar 2008. Aber kaum praktisch umgesetzt worden. Im Prinzip hat damals in Deutschland das höchste Gericht gesagt, naja, der Staat muss das gewährleisten. Aber letztlich ist es in die Gesetzgebung, in die praktische Umsetzung wirklich nie gekommen. Ganz anders als beim Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, was geradezu eine ganze Welle von Gesetzen in Deutschland, in Bund und Land ausgelöst hat. Es gibt auch kaum oder sehr wenig juristische Debatte darüber. Und entsprechend wundert mich auch nicht, dass der Übersprung nach Österreich, also dass sozusagen die Juristen hier da auch so wenig debattieren. Ja, das wäre ja eine Forderung hier zu haben, aber wichtiger wäre natürlich, dass man so einem Grundrecht, wenn es erstmal existiert, überhaupt Leben einhaucht. Und das ist praktisch eigentlich gar nicht geschehen. Ich kann mich gut erinnern, ich habe zusammen mit Gerhard Baum vor 5 Jahren, als er 5 Jahre alt wurde, mal darüber geschrieben und wir nannten diesen Artikel das vergessene Grundrecht und daran hat sich eigentlich 5 Jahre später auch wenig geändert. Und ich will an eine zweite Sache erinnern, die jetzt mit dem Trojaner wenig zu tun hat. Ich habe nämlich ein kleines Zitat mitgebracht. Es ist nicht nur so, dass das Gericht damals sagte, damals, also vor 10 Jahren, als wir noch nicht alle total vernetzt waren, dass die staatliche Datenerhebung aus komplexen informationstechnischen Systemen, wie eben Smartphones und Computern, ein beträchtliches Potenzial für die Ausforschung der Persönlichkeit des Betroffenen auch aufweist, aber dies gilt auch bereits für einmalige und punktuelle Zugriffe, wie beispielsweise die Beschlagnahme oder Kopien von Speichermedien solcher Systeme. Und wenn ich die Debatte heute sehe, auch gerade hier in Österreich, wo es ja nicht nur darum geht, dass man heimlich eine Spionagesoftware auf die Systeme tut, sondern auch noch einen Zugriff auf Speichermedien, die dahinter liegen, also Computer anderer Leute, die wir heute Cloud nennen, ja, da hat sich die Tatsache, dass die vielen Dinge, die in dem Urteil stehen, dass die nie in die Praxis umgesetzt wurden, sondern im weitestgehend ignoriert wurden, hat sich hier natürlich auch wieder gezeigt in der aktuellen Gesetzgebung. Das ist in Deutschland nicht anders. Also eigentlich war die Idee dieses Grundrechts mal, dass man nicht nur bei Spionagesoftware, sondern generell dann, wenn man informationstechnische Systeme beschlagnahmt, wenn man sozusagen da eine gewisse Grenze setzt. Und da scheint mir der Zeitgeist in den 10 Jahren einfach nicht in diese Richtung gekippt zu sein. Ich kann mich an kein einziges deutsches Land in Gesetz in Bund oder Land erinnern, was diese Aussagen überhaupt nur versucht umzusetzen. Im Gegenteil. Wie das in Österreich auch, es wird in Deutschland auch sehr viel beschlagnahmt. Also es ist nicht nur die Durchsuchung, die sogenannte Online-Durchsuchung mit Spionagesoftware, sondern auch auf beschlagnahmte informationstechnische Systeme.
Ich fand es sehr schön, dass Angelika das heute gemacht hat bei der Pressekonferenz heute Morgen, weil immer so sehr viel darüber gesprochen wird, in welche Grundrechte dabei eigentlich eingegriffen wird. Deswegen, obwohl ich natürlich weiß, dass die verfassungsrechtliche Lage in Deutschland und Österreich ein bisschen unterschiedlich ist, die hier auch nochmal gelistet habe. Das ist erstmal nochmal Grundrecht auf Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit von informationstechnischen Systemen. Das ist natürlich aber auch die Unverletzlichkeit der Wohnung. In Österreich sogar noch mehr als in Deutschland, weil ja in eurem Gesetz hier die Möglichkeit besteht, dass jemand in eine Wohnung einbricht, um die Spionagesoftware aufzubringen. Die Möglichkeit besteht in Deutschland bisher nicht, weder im Bund noch Land. Dann natürlich die informationelle Selbstbestimmung, das ist ja bei uns nach der Volkszählung beschlossen worden, gibt ein ähnlich klingendes Äquivalent hier in Österreich, also eben die Frage letztlich des Datenschutzrechts. Dann das Fernmeldegeheimnis, weil es ja in hohem Maße um die Kommunikation geht, ich weiß nicht, ob es in Österreich auch Fernmeldegeheimnis heißt, ja, ne? Das ohnehin unglaublich durchlöchert ist, muss man ja sagen, dass die vollständige Umstellung auf die digitale Kommunikation dazu geführt hat, dass es letztlich fast gar nicht mehr existent ist, wenn man es nicht durch Verschlüsselung aktiv selbst nutzt. Und gerade diese Verschlüsselung ist eine der zentralen Begründungen für den Staatstrojaner, den ihr immer so lustig Bundestrojaner nennt. Nämlich zu sagen, gerade dann, wenn die Leute anfangen zu verschlüsseln, und da ist in den 4 Jahren der Snowden-Veröffentlichung eine gewisse Schwelle überschritten worden, in puncto Alltäglichkeit der Verschlüsselung der Kommunikation. Das ist eine der zentralen Begründungen letztlich, warum sie besonders bei mobilen Geräten den Staatstrojaner einführen wollen. So hat sich die Debatte auch gewendet, finde ich, in diesen 10 Jahren. Zumindest kann ich für Deutschland sagen, ging erst sehr stark um die Frage, was geht eigentlich technisch? Klappt das eigentlich? Kriegen die da irgendwie einen Trojaner drauf zu dem Eingriff in den sogenannten Kernbereich der privaten Lebensgestaltung, also nicht die Privatsphäre, sondern die höchstpersönliche Sphäre eines Menschen, also sein unmittelbares, intimes Umfeld, Partner, Kinder oder man könnte noch so was nehmen wie ein Arzt. Und dann irgendwann, ich würde sagen so vor 3, 3,5 Jahren, ist es so gekippt in der Debatte darüber, dass dieser Staatstrojaner auch ein gewisses Element der Unsicherheit verstärkt. Ich glaube, das ist eine Folge der Snowden-Veröffentlichung, dass auch deutlich wurde, was für ein großer Markt entstanden ist von den normalen kommerziellen Klitschen, die Spionagesoftware verkaufen, in welch großem Maße Staaten Kunden sind und letztlich ein großer Teil dieses Marktes durch staatliche Gelder finanziert wird, im Wesentlichen durch die Amis. Denn Teil der Snowden-Veröffentlichung war ja gerade auch das Budget der amerikanischen Geheimdienste und die sind natürlich auch große Kunden. Und so kippte die Debatte, finde ich, so ein bisschen in diese Richtung, ob man eigentlich auch in Europa den Weg gehen will, dass man diese Industrie alimentiert und letztlich selber auch Aufkäufer der Sicherheitslücken wird oder direkter Aufkäufer der Spionagesoftware. Ich finde das nicht verkehrt, das ist aus Hacker-Perspektive natürlich keine schlechte Entwicklung, weil sich letztlich argumentativ damit die Karten verbessern, aber ich finde es natürlich auch schade, weil die Frage des Kernbereichs und die Frage, wer guckt eigentlich in mein digitales Gehirn, wie weit werden wir uns noch vernetzen, ja, wenn das so langsam in unser Körper wächst, warum man noch ein Telefon in die Hand nehmen muss, erschließt sich ja nicht unmittelbar. Also es wird ja eine technische Weiterentwicklung gehen und ich habe das versucht schon heute Morgen in der Pressekonferenz zu betonen. Es geht natürlich vor allen Dingen darum, dass das jetzt auch in Österreich, in Deutschland ist es bereits so, ich werde gleich nochmal ganz kurz was zu Deutschland sagen, dass die Technik offen ist. Also es geht tatsächlich um informationstechnische Systeme, die aller Art sein können. Von den Ubers, über die wir heute schon gehört haben, bis hin natürlich zu allen informationstechnischen Geräten, von denen ich habe vorhin mal gezählt, 8 bei mir trage oder in meinem Körper. Das ist also eine ganze Menge. Was? Achso. Okay, ich will kurz was sagen zu der deutschen Situation, weil mir nicht klar ist, ob alle wissen. Da ist mir ein Punkt wichtig, nämlich die sogenannte Quellen-TKÜ. Die Quellen-TKÜ ist dieser Trojaner, der nur die laufende Kommunikation abhören kann. Die nennt sich Quellen-TKÜ von Quellentelekommunikationsüberwachung. Diese Trennung zwischen der Online-Durchsuchung, die auch nur ein Trojaner ist, also auch der Begriff ist ja merkwürdig, und der Quellen-TKÜ, und das haben wir von Anfang an auch so argumentiert, ist natürlich vollkommen artifiziell.
die ist überhaupt nur geschaffen worden, damit man unterschiedliche Voraussetzungen in der Befugnisnorm schaffen kann. Weil man sich gesagt hat, naja, dieser Trojaner, der nur Kommunikation abhört, der sei halt letztlich dann nicht mit so hohen Hürden auszustatten, weil man eben nicht die gesamten Daten auf dem informationstechnischen System hören kann. Und so ist es auch passiert. Das heißt, in der letzten, die FDPO ist bei uns die Strafprozessordnung, hier auch, ne? Hat man diesen Straftatenkatalog, für den man den Trojaner zum Kommunikationsabhören nutzen kann, extrem ausgeweitet. Auch ganz weit weg von der Debatte um schwere Straftaten und um Terror, sondern natürlich hin zu einer Gleichsetzung mit dem Telefonabhören. Als wäre das technisch auch nur ähnlich, wenn man einen Computer hackt oder ein Smartphone hackt oder wenn man den Telekommunikationsanbieter bittet, die Inhalte von der Kommunikation auszuleiten. Ja. Und ich habe jetzt auch mal ein paar Beispiele gegeben, was da so umfasst. Das ist halt so was wie Urkundenfälschung, Kehlerei. Sie haben also nicht mehr nur schwere Straftaten. Das ist also eine Ausweitung, die auch noch mit einem Verfahrenstrick bei uns in Deutschland durchgebracht wurde. Sehr schnell, aber sie haben mit diesem Verfahrenstrick, weil sie es in einem anderen Gesetz untergebracht haben, sozusagen, auch noch einer öffentlichen Debatte entzogen. Im Prinzip sehr ähnlich, wie jetzt hier in Wien gelaufen ist, weil ja auch keine Form von öffentlicher Debatte stattfinden kann, wenn man die Anhörung und die Sachverständigen gar nicht, also deren Argumente gar nicht anhört. Ich will so ein paar offene Fragen nennen, die zählen für Deutschland wie für Österreich, aber auch für andere europäische Länder, von denen einige, aber nicht alle, diese Vorhaben haben. Zum einen geht es wirklich um laufende Kommunikation, sehr schwer zu fassen. Den Staatstrojaner, den wir in Deutschland analysiert haben, der hat auch Kommunikation erfasst, die gar nicht Kommunikation wurde. Also Formulierungen etwa im Messenger-Fenster, in einem E-Mail-Entwurfsordner, die niemals zu einer laufenden Kommunikation wurden, die letztlich festgehaltene Gedanken sind, aber durch den Screenshot oder einen Screencast von dem Trojaner aufgezeichnet wurden. Und in Deutschland ist sowieso auch erlaubt, dass man im Rahmen des Quellen-TKÜ-Trojaners auch Daten, die bereits gespeichert sind, in die Messenger aufnehmen kann. Und das können teilweise sehr lange sein. Wer also sein Betriebssystem nicht ordentlich gesichert hat, der sollte sich wenigstens überlegen, ob er seine Logfiles im Messenger vielleicht ein bisschen reduziert, weil tatsächlich kann man mehr als nur die laufende Kommunikation erfassen. Aber die Frage ist auch überhaupt nicht trivial, weil natürlich eine Software nicht entscheiden kann, ob jemand, der gerade ein paar Sätze formuliert, tatsächlich daraus Kommunikation werden lässt oder ob er sich selbst Notizen macht. Schwierige Frage, die, glaube ich, aus meiner Sicht auch nicht lösbar ist. Eine zweite, aus meiner Sicht mit vielen ethischen Fragen verbundene ganze Klasse eigentlich von Fragen ist die, mit wem arbeitet man da zusammen? Wir haben in den letzten paar Jahren durch die Hacks dieser kommerziellen Klitschen eine Menge über deren Geschäftsgebaren gehört. Wir haben eine Menge von den Reportagen vom Citizen Lab aus Toronto gehört, die darüber einfach auch technische und wissenschaftliche Analysen schreiben, mit wem die zusammenarbeiten und auf welche Weise. Also wir wissen, dass zumindest einige dieser Firmen wenig zurückschrecken, auch vor den Diktatoren dieser Welt, dass sie wenig davor zurückschrecken, auch in Gebieten, wo die Menschenrechte nicht beachtet werden, Leute abzuschnorcheln. Also die Frage, welche Regeln wir uns da in Mitteleuropa geben, in ordentlichen Demokratien, die muss erst noch beantwortet werden. Man kann, glaube ich, nicht kaufen, von wem man gerade sinnvoll und billig so eine Spionagesoftware bekommt, sondern man sollte sich da andere Standards setzen. Das ist für mich eine offene Frage. In Deutschland haben wir, ich habe gerade auf dem Hinweg hierher einen langen parlamentarischen Fragenkatalog durchgelesen, wo im Prinzip die Bundesregierung auf eine Anfrage der Parlamentarier sämtliche Antworten verweigert. Wir wissen natürlich, dass sie mit Finn Fischer zusammenarbeiten und dass es auch eine Zusammenarbeit mit Cellebrite gibt, aber sehr wenig darüber. Und der letzte Punkt, den ich so erwähnte, wird natürlich wichtiger, das sind die strukturellen Auswirkungen auf die Sicherheitsinfrastruktur. Dadurch, dass der Staat darin investiert, solche Schwarz- und Graumärkte letztlich zu finanzieren. Und ich habe versucht, diesen Zielkonflikt mal zu formulieren. Nämlich einerseits, und das ist übrigens auch ein oft erklärtes Ziel, liest man auch in den Koalitionsverträgen, dass man ein möglichst hohes Sicherheitsniveau haben will für die eigenen Bürger, aber selbstverständlich auch für die Wirtschaft. Wir wissen ja, dass die Five Eyes hier ordentlich spionieren. In Wien sind sie ja besonders aktiv, in Berlin übrigens aber auch. Gegenüber dem Interesse, dass man eben ja, Sicherheitslücken offen lassen will, um vor allen Dingen auch verbreitete Systeme mittels dieser Schwachstellen durch eine Spionagesoftware infiltrieren zu können. Ja. Und da ist nochmal ein Punkt, der ist heute sehr wenig gefallen, den würde ich aber auch gerade im Hinblick auf das Framing schon noch gerne nochmal betonen.
die IT-Sicherheit ist ein Bestandteil der inneren Sicherheit und wird es immer mehr werden, weil unsere Abhängigkeit so groß ist. Und ich glaube, darum müssen wir mehr bestehen, wenn wir argumentativ gegen solche Formen des staatlichen Hackens vorgehen wollen. Ich habe übrigens die Absicht, diesen Kampf nicht aufzugeben und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Zehn Sekunden zu früh. Gibt's Fragen? Etwa. Ja. Ich muss jetzt hier Ping-Pong machen, immer. Danke für den Vortrag. Mich würde interessieren, kennst du Umfragewerte im Moment, was die Akzeptanz dieser Maßnahmen betrifft? Kann ich das nehmen? Ist es an? Also es gibt natürlich eine ganze Menge Umfragen mittlerweile, die beziehen sich aus meiner Sicht aber nicht wirklich auf so Spionagesoftware, sondern eher ich kenne Umfragen dazu, wie wichtig Leuten ihr Smartphone ist, sowas. Wie glaubst du, würden sie aussehen, wenn man konkret danach fragen würde? Naja, es gibt eigentlich einen einfachen Test. Frag eine beliebige Person neben dir, ob du mal kurz ihr Handy haben kannst. Also, ja. Diese Aufklärung, die ist im Gange jetzt, oder? Also, dass das tatsächlich das ist und jetzt das Bild korrigiert wird, oder? Oder wie siehst du den Weg dorthin? Weil es muss dorthin gehen, weil es ist eine schlechte Idee, das zeigen die Geschichtsbücher, dass man das so macht. Ja, kann ich zustimmen. Du hattest am Anfang von den zwei Gesetzen, den Grundrecht auf Verschlüsselung sozusagen, die beiden anderen gesprochen. Und wie kommt es denn, dass da keine Klagen eingereicht wurden? Also wie ist das zu kompliziert oder was sind da, dass ja digitale Gesellschaft oder andere das nicht gemacht haben? Da muss ich einen Moment ausholen. Also das Grundrecht kommt ja, hatte ich erwähnt, das ist aus dem Urteil vom 27. Februar 2008. Das war die erste, wir hatten ja zwei Verfassungsbeschwerdeverfahren in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht und das ist die erste davon gewesen. Das war ein Geheimdienstgesetz, nämlich das Verfassungsschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen, was für nichtig erklärt wurde. Und in diesem Urteil ist dieses Grundrecht etabliert worden und auch benannt worden. Eigentlich wäre es die Aufgabe des deutschen Parlaments gewesen, diese Vorgaben in Gesetze zu gießen, wie es 25 Jahre davor bei der informationellen Selbstbestimmung auch geschehen ist. Daraus sind letztlich die ganzen Datenschutzgesetze in Deutschland, also Land und Bund, entstanden. Aber aus meiner Sicht hat sich, ich würde sagen, zwei, drei Jahre später der Zeitgeist sehr stark gedreht, auch mit der zunehmenden Nutzung der Verschlüsselung. Ich glaube, dass sich insbesondere die Strafverfolgungsbehörden, das ist aber kein deutsches Phänomen, das sehe ich in vielen europäischen Ländern, die haben sich daran gewöhnt, dass sie Kommunikation abhören können. Und sie tun es auch. In Deutschland tun sie es millionenfach. Wir haben ja so etwas wie nur im strafrechtlichen Bereich 40.000 Anschlüsse. Das sind Millionen abgehörte Gespräche, also im dreistelligen Millionenbereich. Und ich glaube, die Tatsache, dass die Leute anfangen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu nehmen, dass sie Konsequenzen ziehen aus 4 Jahre Snowden-Veröffentlichungen, das bringt die in so einen Panikmode. Entsprechend hat der Gesetzgeber keine Vorgaben aus diesen Urteilen in Gesetze gegossen, im Gegenteil. Also wäre ja letztlich die Aufgabe gewesen von den Parlamentariern, das ist aber letztlich nicht geschehen. Das Grundrecht steht in Deutschland, aber dadurch, dass es nicht in die Tat umgesetzt wurde, haben natürlich auch andere Länder, die sich hätten vielleicht ein Vorbild davon nehmen können oder Ideen zumindest für ihre nationalen Gesetze, gar keine Vorgabe gehabt. Und es gab auch sehr, sehr wenig Diskussionen in der Jurisprudenz. Also es gab sehr wenig Schrifttum und so. Das macht mich auch sehr unglücklich. Ich fordere alle Juristen auf, ganz viele Papers darüber zu schreiben und Gesetzesentwürfe zu machen. Absolut. Anschließend an das und an die erste Frage, ein schönes Zeichen könnte vielleicht sein, dass in den Niederlanden jetzt zum ersten Mal eine Abstimmung über ein Überwachungsgesetz positiv ausgegangen ist und die Mehrheit der Bevölkerung sich gegen geplante Überwachungsmaßnahmen ausgesprochen hat. Großes Referendum kannst du nachlesen bei Bits of Freedom oder auf edre.org. Noch andere Fragen? Dann schauen wir. Direkt dazu,
ich weiß nicht, ob ich das falsch verstanden habe, aber dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung hatte ich irgendwann mal so verstanden, dass eigentlich mein Gerät ja sicher sein sollte und mir meine Selbstbestimmung, also wenn ich es herstelle und verkaufe als Unternehmen, mein Smartphone oder was auch immer, die gewährleisten müssen, dass ich, dass da informationelle Selbstbestimmung, ich sag mal, eingebaut ist, ja. Und das tun sie ja nicht. Und da habe ich mich gefragt, warum, also könnte ich jetzt nicht als kleiner Verein oder was klagen und das durchsetzen, dass dann alle Samsungs und alle Apples aus dem Markt genommen werden. Ich habe nicht verstanden, warum das nicht genutzt wird. Ja? Das, so meinte ich das eben. Ja, das ist eine tolle Idee. Leider funktioniert Verfassungsrecht nicht so. Also das ist natürlich, es ist ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat. Der Staat soll gewährleisten. Ja, aber natürlich die zweite Verfassungsbeschwerde, das Urteil war 2016 gegen das BKA-Gesetz, was bei uns im Bundeskriminalamt ist in Deutschland. Die hat sich natürlich auch darauf gestützt, dass es gerade gegen dieses Grundrecht verstoßen hat. Aber man muss sagen, es wird sehr viel kleinteiliger. Man nimmt dann Elemente aus den Urteilen heraus, vor allem die Schranken, die bestimmte Bedingungen, die gesetzt wurden in den Urteilen, und man nimmt sich jetzt nicht sozusagen das Grundrecht an sich und legt die Beschwerde deswegen ein. Das funktioniert leider nicht so. Ich hätte das auch gerne so, aber so ist es auch nicht geplant. Bei der informationellen Selbstbestimmung hat das deshalb so gut funktioniert, weil der Gesetzgeber tätig wurde. Er hat einfach Datenschutzgesetze gemacht. Die sind heute natürlich, da klar, müsste man eine Menge updaten. Aber letztlich, wenn man auf die Datenschutzgrundverordnung schaut, die jetzt im Mai in Kraft treten wird, so sind die Prinzipien, die da in Europa umgesetzt wurden, genau die der informationellen Selbstbestimmung. Es hat nur ein bisschen gedauert, aber letztlich ist es, das ist genau die eine der Konsequenzen dieses Urteils. Ja, ich glaube, die Frage, die vorhin gestellt wurde, ist unheimlich wichtig, nämlich alle diese Grundrechte haben keine Drittwirkung. Das heißt, die Grundrechte beziehen sich ausschließlich auf das Verhältnis zwischen der Bürgerin und dem Bürger und dem Staat, nicht aber gegenüber Unternehmern. Also wann überhaupt, dann könnte man das über die Schiene Konsumentenschutz möglicherweise versuchen einzuklagen. Aber es gibt derzeit keine Drittwirkung. Das ist aber der Hintergrund, unter mit dem der Marc Schrems jetzt das Not Your Business gründet, wo es darum geht, dass man auch Verfahren gegen Rechtsverletzungen von großen Konzernen durchführen kann, die genau diese Rechtsverletzungen, Geheimnisverrat und alle diese Dinge als Geschäftsmodell verwenden. Vielleicht noch ein Zusatz zur Begrifflichkeit dessen, was der Trojaner Telekom-Überwachung macht. Wir haben das in unserer Stellungnahme voriges Jahr als C3W bezeichnet als Rechtsfiktion. Das heißt, es wird hier ein Rechtsrahmen geschaffen, der so nicht umsetzbar ist. Wir haben Ähnliches erlebt zu Beginn des Einsatzes von IMSI-Catchern, wo alle gesagt haben, das braucht man, damit man Leute findet, die in die Gletscherspalten gefallen sind, und man kann damit nicht mehr machen. In Wirklichkeit kann man mit jedem IMSI-Catcher jedes Telefonat abhören. Jetzt im Gesetzesvorschlag wird das auf einmal erlaubt. Ähnliches hat es in Deutschland gegeben mit der Überwachung der Mautgebühren, wo es sogar ein Verfassungsgesetz ursprünglich gegeben hat, das die Verwendung der Mautdaten zu anderen Zwecken untersagt hat, ist in der Zwischenzeit aufgehoben. Also dieses schleichende Aufrollen der Grundrechte durch Einzelmaßnahmen, zum Teil, wie gesagt, durch Fiktionen, die zunächst geschaffen werden, ist eigentlich das, wo man politisch agieren muss und wo es nicht nur eine Frage der Juristen ist. Kann ich auch nur zustimmen. Angelika? Ich wollte noch in die Drittwirkungsdiskussion einsteigen, die verfassungsrechtliche. Ja, es gibt nämlich schon auch noch einen Bereich, wo das durchaus eher anerkannt ist, dass es eine Drittwirkung gibt, nämlich die Schutzpflichten. Und das ist schon in dem Bereich vielleicht auch spannend. Normalerweise sind die dann durch das Strafrecht erfüllt, wenn man sagt, der Staat muss es verfolgen, wenn zum Beispiel körperliche Übergriffe oder Gewaltdelikte muss der Staat verfolgen, auch aus einer Schutzpflicht gegenüber seinen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern. Und das ist schon etwas, was durchaus jetzt teilweise, wo es wirklich ins Illegale geht und wo Unternehmen weit über dem, was in ihren Verträgen steht und in ihren AGBs und so weiter, könnte man schon auch noch zu Grundrechtsverletzungen kommen, wenn der Staat nicht eingreift, nicht straft und keine Sanktionen setzt oder vorsieht. Gut, gibt es so noch Fragen oder Statements? Gut, dann kommen wir jetzt zur Überraschung. Vielen, vielen Dank, Constanze. Ja, was